Nächste Übung, Ausgangsposition im Sitz. Alle Gelenkwinkel vom Fuß, vom Knie und von der Hüfte sind bei 90 Grad. Und jetzt bewege ich mich aktiv mit der linken Schulter über das rechte Knie und lege meinen Oberkörper neben dem Oberschenkel möglichst ab. Wichtig, ich ziehe mich aktiv dorthin und lasse möglichst beide Beine am Boden. Zur Korrektur nochmal, wir gehen hier ein bisschen mehr mit dem Oberkörper hoch und dann über das Knie in die Richtung. Genau.